Name ist Gunter Fang und ich darf hier eine Rede für euch halten. Im Prinzip weiß man gar nicht mehr, was man sagen soll. Die Dinge sind so klar, aber ich versuche es trotzdem nochmal, die ganz großen Eckpunkte nochmal darzustellen. Als die neuartigen Covid-Impfstoffe eine Zulassung bekommen haben, und zwar in Europa von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA, das war so Ende 2020 und Moderna dann Januar 2021, bekamen diese Medikamente eine sogenannte bedingte Zulassung. Diese bedingte Zulassung ist an ganz besondere Sicherheitsstandards geknüpft. Das Problem war, dass schon die erste Annahme dieser bedingten Zulassung nicht stimmte, denn es gab in Deutschland keine außergewöhnliche medizinische Notsituation, weil die Krankenhäuser waren historisch unterbelegt und wir hatten in keiner Weise ein auffälliges Sterbegeschehen, also etwas bedingt unter einem hohen Sicherheitsrisiko zuzulassen, dafür gab es gar nicht die Situation. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die EMA, also wenn die bedingte Zulassung ist, laut EU-Recht entspricht einem Experiment. Die Mitgliedstaaten der EU sind verpflichtet, in dieser experimentellen Phase die negativen Folgen der Impfung stetig zu aktualisieren, zu ermitteln und an die EU weiterzumelden. Und nachdem im Jahr 2020 das RKI, das Robert-Koch-Institut, mit Arbeitsverweigerung glänzte, keinerlei vernünftige Studien machte, glänzte im Jahr 2021 das Paul-Ehrlich-Institut, die zweite Bundesbehörde unter der Verantwortung des Gesundheitsministeriums für Gesundheit, mit Arbeitsverweigerung. Sie bringen den Sicherheitsbericht vielleicht alle 2-3 Monate heraus, wie es Ihnen gerade so passt. Und jetzt haben wir das Problem, dass selbst die gemeldeten Impfnebenwirkungen, die da veröffentlicht sind, schon jetzt pro Impfung ein 40-fach erhöhtes Todesrisiko zur Grippeimpfung aufweist und 170-fach erhöhtes Risiko an einer schweren Nebenwirkung. Allein das muss sofort zur Beendigung, zur Überprüfung der bedingten Zulassung führen, weil wir sprechen über ein Experiment. Das ist EU-Recht. Doch das Problem ist, dass diese Zahlen ja gar nicht stimmen. Vielleicht haben Sie das teilweise gesehen. Ich war geladen als Sachverständiger im Deutschen Bundestag letzte Woche und habe versucht, die Parlamentarier mal mit der Wirklichkeit zu konfrontieren. Es ist geradezu fahrlässig, wie das Bundesgesundheitsministerium die Hinweise für eine dramatische Untererfassung der Impfnebenwirkungen ignoriert. Damit verstößt es ganz klar gegen die Bestimmungen der EMA bezüglich der bedingten Zulassung. Das ist unfassbar. Und wer als Arzt sich der Thematik öffnet, wer Menschen, die nach einer Covid-Impfung schwere gesundheitliche Schäden davon getragen haben, nicht abweist oder sie in die Psychiatrie einweisen will oder sonst was, der bekommt mit, was inzwischen an schweren Fällen hier draußen alleine, alleingelassen herumläuft. Schwerste Muskelerkrankungen, Herzerkrankungen, das sind Hauterscheinungen, die man so nicht kennt. Es ist wirklich schlimm. Und ich habe das den Parlamentariern vorgetragen, ich habe auch konkrete Fälle erzählt und ich habe an ihre Verantwortung appelliert, dass sie durch ihre Gesetzgebung die Mitarbeiter des Gesundheitssystems zu einer Impfung zwingen, die laut eben dem Robert-Koch-Institut auf der Homepage gar keinen Fremdnutzen mehr bringt. Das heißt, jede Voraussetzung für eine Impfpflicht, um Patienten zu schützen, ist völlig an der Sachlage vorbei. Es ist nicht vorhanden. Das hat ein bisschen für Empörung gesorgt bei den Parlamentariern, die anwesend waren.
Und man hatte den zweiten medizinischen Sachverständigen dann sehr lange sprechen lassen, um die unwissenschaftlichen Einlassungen von mir zu widerlegen. Das war Professor Jan-Erik Sander aus der Charité. Und er machte sich dann geradezu lustig über die Zahlen der BKK Provita, die er irgendeine Krankenkasse nannte, und negierte das Problem der schweren Impfnebenwirkungen. Außerdem sprach er immer noch von einem Fremdschutz, der laut RKI ja ganz offiziell auch wirklich nicht mehr besteht, und die Publikationen, die wir haben, zeigen das eindeutig. Was aber das wirklich Erschütternde ist, er war von der Charité, und gleichzeitig hat ein Kollege von der Charité ein paar Tage vorher im NDR die Zwischenergebnisse der Impf-Surf-Studie erklärt und dargelegt, beschrieben. Da wurden über 39.000 Vollgeimpfte über ein Jahr lang nach Nebenwirkungen befragt. Und Herr Mattes sagte eben im NDR, dass die Ergebnisse zeigen, dass die Rate an schweren Impfnebenwirkungen, und wir sprechen nicht über Hautrötungen, wir sprechen nicht einen Tag Fieber, sondern wirklich schwere Impfnebenwirkungen, dass diese Rate bei 0,8% liegt. Das ist das 40-fache dessen, was das Paul-Ehrlich-Institut angibt. Jetzt haben wir ja in Deutschland gelernt, dass die Alarmsysteme nicht mehr funktionieren, zum Beispiel bei der Ahrntalflut. Es wurde kein Alarm gegeben, Menschen sind gestorben. Was ich Ihnen heute jetzt gerade sagen, was Sie auch kennen, ist Alarmstufe Dunkelrot. Bei einer bedingten Zulassung, die offiziell ein Experiment ist. Und es wird weitergemacht. Und Menschen werden gezwungen, diese Impfung sich geben zu lassen und ansonsten mit Betretungsverbot, sprich Jobverlust, bedroht. Und jetzt müssen wir uns mal etwas anderes noch klar machen. 1966 wurde auch unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs ein Völkerpakt beschlossen bei den Vereinten Nationen. Das ist der Zivilpakt 1. Und da steht unter Artikel 7, kein Mensch darf gezwungen werden, gegen seinen Willen an einem Experiment teilzunehmen. Es gibt mehrere Urteile in der Vergangenheit, aus denen klar hervorgeht, dass dieses Völkerrecht, wo sich Länder gegenseitig verpflichtet haben, daran zu halten, über dem deutschen Recht steht, auch über dem europäischen Recht. Es ist das höchste Gut. Das heißt, die Impfpflicht ist im hohen Maße illegal. Es ist ein Verbrechen. Und während langsam, ganz langsam, sich die Medien und die Medizin diesem Thema öffnet, wird der Schaden immer größer. Langsam kommen Publikationen, auch in die großen Journals, die erklären, wie diese Impfung zu großen Impfnebenwirkungen führen kann. Die Autoimmunleberentzündungen, also Hepatitiden, die Herzmuskelentzündungen, das alles kommt jetzt quasi Tag auf Tag, kommen solche Veröffentlichungen. Auch die Medien öffnen sich langsam der Thematik, aber es ist viel zu langsam. Der Schaden ist so groß und es ist ein Verbrechen, dass das Ganze nur in eine juristische Aufarbeitung führen kann und dass Menschen, die das zu verantworten haben, auch angeklagt werden müssen. Ich spreche von den Bundesgesundheitsministern, die das eingeleitet haben. Ich spreche von den Spitzenbeamten der Bundesbehörden, von Robert-Koch-Institut und Paul-Ehrlich-Institut. Und ich spreche von den Wortführern der Parteien, die wirklich in übelster Hetzsprache Menschen unter Druck gesetzt haben, sich impfen zu lassen. Auch Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter unter Druck gesetzt haben,
und mit Jobverlust bedroht haben und ihn auch umgesetzt haben, wie wir wissen, haben gegen den Zivilpakt 1 verstoßen. Und deswegen kann es nur eine juristische Aufarbeitung geben, weil sie wollen ja weitermachen. Das nächste Grippevirus ist schon entdeckt, die nächste Variante wird kommen und wir stehen eigentlich vor der Situation, dass in Deutschland eine Konfrontation herrscht, die ich beschreiben will, Wahnsinn, der sich als Menschenfreundlichkeit tarnt und hinter dem einfach nur massivste Geldinteressen stecken. Gegenüber den Bürgern, die sich erhoffen, in einem Land zu leben, in dem einigermaßen Vernunft regiert und dem man auch seine Freiheit, die rechtlich garantiert ist, auch dann garantiert bekommt. Und ich muss sagen, ich hätte es mir wirklich nicht träumen lassen, dass diese Impfpflicht so durchgeführt wird, dass man auch die Kinder impft, der unsere Schutzbefohlenen, was ich als, das sind jetzt wirklich, ja, man ringt mit Worten, aber ich finde es ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Kinder können sich nicht wehren, sie werden aufgehetzt, sie glauben, dass sie Nächstenliebe ausüben, wenn sie diese Impfung bekommen, und sie haben überhaupt keinen Nutzen von dieser Impfung und sie werden massivsten Risiken ausgesetzt. Und wenn die Aufarbeitung kommt, gehe ich davon aus, dass wir bei den Kindern von einer Totenzahl von im zweistelligen Bereich, ich hoffe nicht so allzu hoch, zweistelligen Bereich rechnen müssen. Und das ist ein Verbrechen. Es ist undenkbar, dass jetzt gesagt wird, Schwamm drüber, nicht optimal gelaufen, lasst uns weitermachen. Nein, unmöglich. Wer in diesem Land für ein gutes Miteinander sorgen möchte, wer den inneren Frieden fördern möchte, der darf diejenigen, die unter dieser illegalen Gesetzgebung gelitten haben, er kann die nicht einfach beiseite schieben. Und wenn von Verzeihen gesprochen wird, vor dem Verzeihen liegt immer die Reue und die Buße. Das klingt sehr religiös, aber das ist ein Prinzip des Miteinanders. Wer Fehler gemacht hat, unter denen anderen leiden, auch gestorben sind, muss zu diesen Fehlern stehen und muss auch bereit sein, eine, wie auch immer, juristisch dann zu formulierende Strafe einzugehen. Vorher, wie können wir verzeihen? Ja? Das heißt nur, dass wir in die innere Emigration gehen und das einfach akzeptieren. Und die nächste Sause irgendwann kommt, die unsere Gesundheit bedroht. Also, ich finde das deswegen auch wirklich sehr beeindruckend, dass Sie alle mittwochs immer wieder kommen und deutlich machen, dass wir das nicht hinnehmen. Es muss juristisch aufbearbeitet werden, es wird es auch. Nur, je länger es dauert, desto mehr Opfer wird es geben. Und wir müssen uns dafür einsetzen, dass es eben vielleicht schon im Herbst, vielleicht nächstes Jahr auch dahin geht, dass die Studien gemacht werden. Sie werden aus dem Ausland kommen, ja, die Impfopfer beschreiben. Deutschland wird es erstmal nicht hinkriegen. Aber dass die Diskussion losgehen muss, wer trägt dafür die Verantwortung? Vor allen Dingen auch, weil es den Zivilpakt 1 in klarster Weise gebrochen hat, Menschen gezwungen hat, etwas sich verabreichen zu lassen, was ein Experiment darstellt und Menschen in diesem Sinne den Tod dieser Menschen zu verantworten hat. Und ich suche gerade einen Schlusswort, der fällt kein rein. Ich glaube, es reicht. Es ist einfach krass und wir müssen einfach weitermachen und vielen Dank. Unsere Kinder und Enkel werden uns danken.